An Tagen wie diesen wird man durchaus überrascht. So unter anderem dadurch, dass der Herr Bundeskanzler sich durch die Meinung von verschiedenen Juristen, durchaus renommierten Juristen, offensichtlich unwohl fühlt und diese Juristen als spitzfindige Juristen abtut, weil sie doch den Weg, den die Regierung geht, grundrechtlich prüfen und nicht immer derselben Ansicht sind, dass nämlich diese Maßnahmen, die gesetzt werden, den Grundrechten entsprechen. Der Bundeskanzler sagt, das ist ihm egal, weil wichtig ist, dass die Maßnahmen der Regierung umgesetzt werden. Nun ja, ganz so ist es nicht. Und ich habe mir gedacht, ich erkläre mal, wie denn unser Staat grundrechtlich funktioniert. Stellen Sie sich vor, unser Staat wäre ein Baum. Dann gäbe es Wurzeln, einen Stamm und Äste mit Verzweigungen und Blättern. Auf diesem Baum leben lebhaft, laufen Ameisen herum. Das sind die Staatsbürger, die sich davon ernähren, dass der Staat so gut funktioniert. Und es gibt möglicherweise auch Bienen, die den Baum auch befruchten und schauen, dass die Blüten blühen. Das sind die Beamten. Und in jedem Bienenstamm sitzt dann in dem Nest eine Königin, das ist der Minister oder die Ministerin, die ihre Bienen aussendet. Gehen wir mal zum Fundament. Bei diesem Fundament muss man sagen, die Wurzeln, was ist das? Das ist alles, was mit der Verfassung und den Grundrechten zu tun hat. Ein Staat hat in den Wurzeln die Verfassung, die Grundprinzipien dieses Staates. Bei uns sind das vor allem das demokratische Prinzip, das rechtsstaatliche Prinzip, das ist das Prinzip, dass ich mich darauf verlassen kann, dass der Staat auch wirklich nur auf Basis der Gesetze agiert, das Fair Trial, das Verfahren ordnungsgemäß und fair geführt werden, die Gewaltenteilung, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Gerichtsbarkeit, Gesetzgebung und Exekutive und Datenschutz natürlich. Das Datenschutz ist in der letzten Zeit immer wichtiger geworden, auch ein Grundrecht, die Menschenrechtskonvention, alles Grundrechte. Gut, auf Basis dieser Wurzeln entwickelt sich dann ein fester, massiver Stamm. Dieser massive Stamm, das sind die Gesetze, die auf Basis der Verfassung errichtet werden und auch den Staat zusammenhalten. Und aus diesem Stamm der Gesetze, die beim Nationalrat oder halt in den Landtagen verabschiedet werden, entstehen dann Äste, Verzweigungen, Blumen. Und das ist quasi aufbauend auf den Gesetzen die Verordnungen. Eine Verordnung gestaltet sich in die richtige Richtung, versucht alles zu lenken, aber immer auf Basis des Stammes, auf Basis der Gesetze und die wiederum auf Basis der Wurzeln der Verfassung. Und dann gibt es noch ordnungshalber Weisungsberechtigungen des Ministers. Sie erinnern sich, die Bienenkönigin in der Bienenwabe, die an die Bienen weitergibt, was sie zu tun haben. Das sind Weisungen oder eben Erlässe genannt. Das heißt, wenn eine Bienenkönigin einen Erlass erlässt, müssen die Bienen, das sind bei uns die Beamten, das tun, was der Minister sagt. Nicht aber die Staatsbürger. Die Ameisen, die herumlaufen, freuen sich, dass der Stamm funktioniert. Natürlich haben die Bienen eine wichtige Funktion, weil sie den Baum auch befruchten. Ja? Aber es interessiert die Ameisen nicht unbedingt, was der Minister an seinen Beamtenstaat weitergibt. Daher ist es so, dass ein Minister, wenn er sich wirklich an das Volk richten will, eigentlich über Verordnungen arbeiten sollte und nicht über Erlässe in seiner kleinen Bienenwabe. Darüber hinaus, weil es geheißen hat, es sind spitzfindige Juristen, die hier agiert haben. Ganz so ist es, wie gesagt, nicht. Denn wenn man beginnt, an den Wurzeln herumzubohren, sie abzuhacken, möglicherweise nicht zu verhindern, dass sie faul werden, was passiert dann mit dem Baum? Er stirbt. Er stirbt einen langsamen, mühsamen, sehr grauslichen Tod und verfault und verfault und verfault. Und deshalb ist es so wichtig, dass man auch im Rahmen der Bienenstaaten, der Ministerien und der Exekutive darauf achtet, dass alles, was man tut, immer auf Basis der Verfassung ist. Weil ohne Verfassung sind wir ein willkürlicher Staat. Vielleicht hilft diese kleine Erörterung ja unter Umständen dem einen oder anderen Würdenträger der exekutiven Gewalt, den Staat ein bisschen besser zu verstehen und hier die richtigen Werkzeuge anzusetzen, statt Erlässen vielleicht Verordnungen und bei der Gesetzesprüfung darauf zu achten, ob diese Gesetze, die man dem Nationalrat vorschlägt, tatsächlich auch der Verfassung entsprechen. Wenn ich damit dazu beitragen konnte, bin ich schon sehr glücklich.
In diesem Sinne, bleiben Sie stark.